Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder mal zurück zu einer Folge. Hier gibt's was Leckeres zu essen. Und das ist mal wieder mega geil. Alter, endlich kann man immer ein bisschen fighten. So, Eisraketen, alles. Und geht schon, Alter. Wir sind sogar zu dritt. Was soll die Kacke hier, Alter? Hier geht's auf jeden Fall mal voll nicht ab. Glaubt man ja gar nicht. Kommt's her. Und alle verpissen sich. Alles klar, ich zieh weg, ich zieh nicht ans Gate. Haben's Glück gehabt, zu dritt auf jeden Fall. Geht's richtig ab, meine letzte Tarnung auch noch rausgehauen. Glück, 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 die drei. Jo, auf jeden Fall herzlich willkommen wieder zu einer Dark Orbit-Folge hier im Orbit. Und es geht mal wieder richtig geil und mäßig ab. Natürlich hoffe ich, dass ihr schon diesen Event so richtig ausgenutzt habt. Diesen eisigen Bonusboxen-Event und da einfach mal nur Eisraketen und den ganzen Scheiß gesammelt habt. Obwohl ich glaube, dass das dann sowieso zum Geburtstagsgate es da wieder so 2000 Raketen gratis geben wird. Also, ja, dies dauert aber leider noch ein paar Tägelchen. Aber dennoch werden wir die Zeit noch totschlagen. Heute gab es, also der fünfte Tag wieder mal. Für euch mal wieder gestern, wenn die Folge heute am Dienstag hochgeladen wird, gab es einen LF3-Laser wieder mal zu bekommen. Für größere Accounts langweilig, für kleine Accounts supi zum Abholen. Kann man sich freuen. Dann noch, was war jetzt da noch, am 3. und 4. habe ich es nicht mehr geschafft, irgendwas hochzuladen. Also hochzuladen am 3. schon, aber kein Video darüber, den Tag zu machen. Auf jeden Fall gab es da nochmal RSB und noch irgendwas, aber sonst nicht so Spezielles. Und es war noch eventmäßiges, war nichts wirkliches Tolles da. Also von daher konnte man das eigentlich auch ziemlich vergessen. So. Da kann man wieder Boxen sammeln. Ich habe heute vor, ein bisschen Gegner zu suchen. Vielleicht lang, vielleicht kurz. Ich werde noch schauen, ob wir das lange irgendwie finden oder nicht. Ob wir ja irgendwas finden einfach. Ist doch eh scheißegal. Ja, ich glaube, da ist nichts scheiße. LOL! LOL, 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 LOL. So viele Aliens, keine Gegner. Egal, wir gucken mal wieder so ein bisschen kurz im Chat. SM ist hier! SM ist geil. So, hier eine grüne Beutekey. Ich hoffe, ihr habt das letzte Mal, wie ich es euch gesagt habe, beim goldenen Beutekey-Event ordentlich gesammelt. Ich werde die Fragen jetzt auch nochmal hier beantworten, die ich da mir letztes Mal wieder so durchgelesen hat. Einer hat zum Beispiel gefragt, ob, wenn man sich die grünen Beutekeys Schlüssel kauft, auch für die goldenen aktiv sind. Natürlich sind diese aktiv. Für diese Beutekeys, also grün und golden sind die gleichen und dann alle anderen, also die roten, blauen, rosanen, schwarzen und noch irgendwelche und diese pinken, grünen, durcheinander gefärbten Boxen, oh, Doppelslow, muss reinfliegen. Die sind alle separat zu kaufen, natürlich sind die dann per Geld zu kaufen. Big Point möchte ja da doch noch was dran verdienen. So, wir fliegen jetzt mal kurz 4-5-o. Mal schauen, ob ich meine Aegis vielleicht finde. Und dann jumpen wir gleich wieder auf die 2-6 hin. Und dann werden wir dann nochmal die anderen versuchen zu dominieren, die uns da gerade zu dritt da entkommen sind. Die ist zwar immer nervig, wenn da die alle abhauen können, oder? Ja. Eisraketen sind halt unnötig in dem Game. Oder sind einfach schon zu viel. Auf jeden Fall, liebe Leute, ich weiß gerade gar nicht nochmal, irgendwas war ja noch genau. Auf Global Europa habe ich meinen Rang jetzt schon wieder bekommen, also den nächsthöheren Rang. Ich habe jetzt ungefähr die 50.000 Rangpunkte. Den nächsten Rang kriege ich wieder mit 70.000 Punkten. Also da fehlt dann schon wieder ein bisschen was, aber ich habe doch gesagt, mein Uridium spare ich jetzt wieder ein bisschen aufs nächste Zeta geht. Die zwei Havoc Designs habe ich mir schon eingebaut. Die sitzen natürlich Bombe. Und ja, da haben wir auch letztes Mal die Schlüssel ziemlich verprasselt. Und ja, mir fehlen eigentlich nur diese Hybridprozessor. Und die kosten 40.000 Uridium das Stück. Also vielleicht werde ich mir auch lieber die mit dem Uridium kaufen. Mal schauen, eventuell so auf mit 25% Rabatt, dann kostet es ja schon mal weniger. Das muss ich mal schauen. Und ne, vielleicht warten wir noch eine Vergünstigung ab. Aber es wäre halt doch billiger und wichtiger, die Iris-Drohnen auch nochmal hier zu holen, weil, seht ihr da, ich kann den Hybridprozessor craften, ist kein Ding, aber. Aber sonst, ja, ist ja was? Ist ja ein Feind? Nee. Nichts Wichtiges, alles klar.
So, wir jumpen nochmal kurz auf die 2.6. Vielleicht ist hier noch was los. Ja, ich habe auch mitbekommen, also danke an die Zuschauer wieder. Einer hat mir gesagt, dass am 11., also wenn das Geburtstagsgate erscheint, auch das PvP-Gate von den verschiedenen Servern Zusammenlegungen da dann kommen soll. Ich weiß es noch nicht ganz. Ja, ich habe da auch noch nicht nachgeforscht. Ich sage einfach mal nur das, was ich jetzt wieder mal so gehört und gelesen habe. Ihr könnt dieses Kommentar wahrscheinlich auch nochmal nachlesen unter einer der hier oder da letzten Videos. So, Belohnungen. Was gibt's denn jetzt Belohnungen wieder? Gar nichts. Wenn ich da jetzt wieder mitmache, verkacke ich eh, Alter. Ich sehe es schon. Mach mal einfach mal wieder Just for Fun mit. Ich brauche jetzt sicher in keine Konfi um. Ich bleibe jetzt mit meiner Speed Damage Konfi da drinnen. Guck mal drin an, gut. Ja, der ist schon Bombe. Der hat Energietrans und alles drin. Ist meins. Läuft in 20 Sekunden ab. Das geht sich aus. Solange natürlich jetzt nicht mehr gefeiert in dieser Arena, aber wir schaffen das schon. Wir bekommen das schon irgendwie hin. Also ich habe da ein sehr gutes Gefühl wieder. Also ich, obwohl ich verspreche da mal gar nichts, ja. Ich verspreche da mal gar nichts, so. Meine Pet ist super explodiert, also, und er hat's auch mal, hallo, ich möchte hier auch nochmal ein paar Minen legen. So, dann wechseln wir hier mal wieder schön in die andere Formation. Oh, oh, das ist... Wow, lol, okay, er ist ein bisschen schlecht wahrscheinlich darin. Aber er fliegt mir gerade ziemlich meine Mine. Ja, er ist jetzt in 2 Damage Confis, das ist... wie viel Schild habe ich denn? 500.000, das geht schon mal wieder hier. PNT-8-Rakete, komm schon, zünd, zünd. Oh, Alter, er hat EMP gezündet, warum checke ich das gar nicht? So, jetzt können wir mal wieder Kamikaze hier mal wieder wechseln. Oh, ich habe aber noch was. Ja. Ja, 2 Stand-Confis, das ist ein bisschen unfair. Ja, das hat er jetzt gewonnen. Na, ich hätte noch eine EMP gehabt, scheiße. Verdammt, egal, hat er gut gemacht für 2 Stand-Confis. Herzlichen Glückwunsch, ich bin hier einfach nur mit einer Speed- und Damage-Confi drin, ich kann dem nicht ausweichen. Hat er gut gemacht, bin ich stolz auf ihn. Wahrscheinlich werde ich die zweite Runde auch noch verlieren. Egal, ich gebe mal kurz noch Mühe. Habe ich Gefechtsrobo eigentlich eingesetzt gehabt, ja. Egal. Ich sag's jedes Mal, ich mache jedes Mal für die Leute, die mir echt schon länger zuschauen. Sie wissen jedes Mal, dass ich verkacke, wenn ich mit solchen Confis in diese Ubi-Ding-Arena reingehe, weil es hat eh absolut nie einen Sinn. So. Das ist jetzt auch wieder mal ganz toll, dass die Konfiguration mal wieder nicht geladen hat. Aber erwartet, das ist auch toll. Kann ich ihm da vielleicht irgendwie das ganze Schild ein bisschen absappen? Na, das haut allgemein nicht hin, ja. Und den größten Fehler überhaupt gemacht beim Konfigurationswechseln. Einfach in die falsche Config. Ja, er hat noch eine ganze 100 Pro. Egal. Dann gucken wir jetzt hier lieber wieder auf der Map weiter, weil das hat so keinen Sinn. Aber herzlichen Glückwunsch an den Typen mit 2 Stand-Konfis. Wahrscheinlich freut er sich jetzt mal wieder ein Schniedel ab sich da, weil, ja, er glaubt, er ist der Rest seit 26 Tagen, weil schon Christmas, ja. Anscheinend glaubt er, ist jetzt der King, weil, ja, ich hab den hier besiegt, ich bin so cool, krass, hat er mit 2 Stand-Konfis. Egal, jetzt habe ich wenigstens wieder Energietransfer für die Map. Komm, Alter, lass mich hier raus aus dieser scheiß Map, was ist hier los? Bugpoint over 9000, oder wie sehe ich das jetzt? Gleich wieder da. Jo, sowas liebe ich mal wieder, wenn man sich ja... Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Rang 42, hallo, ich bin unter Top 50. Geht doch für einen Lose. Ja, auf jeden Fall ist das mal wieder richtig super da jetzt gegangen. Vor allem, weil ich da mal wieder verliere und mit den Standkonfis vom anderen Gegner. Ist das mal wieder mega kacke. Aber, na gut, was soll ich dazu sagen? Richtig, man kann dazu einfach absolut nichts sagen. Jetzt gucken wir noch hier mal hier vielleicht ein paar Just for Fun Gegner kriegen. Jawohl. Jawohl, wenigstens etwas, Alter. Ich hätte mir jetzt schon gedacht, aber er hätte auch nicht rausfliegen sollen als der Boe. Was ist da los?
Naja. War klar, dass mich das erwischt auf die Slow-Mine. Aber ich sag's noch, das ist einfach nur mega scheiße. Du bist geslowt, wenn da schon zwei Leute sind, sind das schon eine Slowerei mehr, dass du den Gegner nicht mehr bekommst. Also das ist einfach meistens absolut kacke. Deswegen braucht man ja alleine nicht mehr wirklich was im Orbit zu machen, ohne dass man gleich irgendwie hier verkackt oder sonst was, Alter. Ihr seid jetzt auch brav am Rangschießen, oder wie sehe ich das? Miau. Miau. Jawohl. Ah, er ist durchgejumpt. Ne, wieder anderes Jumpen, Alter. Den hole ich mir jetzt. Ja, genau! Kann ich den Wichser nicht anklicken, oder was ist... Hallo? Fuck-Game! Na komm, dann verpiss dich doch. Wenn das Spiel hier so anfängt. Null Bock auf sowas. So, Pet, sammel das jetzt ein. Gut, dann, liebe Leute, hätte ich mal gesagt, dann wäre es das eigentlich mal so wieder so weit gewesen. Sofern der jetzt dann nicht... Ah, ich glaube, meine Damage-Konf ist nicht geladen. Ich weiß es gerade gar nicht. Bitte, bitte, sei geladen. Ah, du bist nicht geladen. Du bist nicht hundertprozentig geladen. Das hasse ich. Komm schon, laden noch. Geh auf Kamikaze. Der wird jetzt dann gleich fighten. Jawohl, komm schon, Alter, was willst du, ha? Das ist jetzt mal wieder ein cooler Kampf. Wow, wow, lol, 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 Alter, was ist jetzt abgegangen? Und sowas hasse ich mal wieder, kannst du dich nicht verficken, Alter, du Drecksarschloch. So ein schöner Kampf war das. So ein schöner Kampf war das zwischen mir und dem. Oh, warum, Alter? Das wäre so ein schöner Fight gewesen. Wenigstens in 1 vs 1, wo man sagen könnte, ja, ach, egal. Spielverderber. Mal schauen, ob sie irgendwas im Chat schreiben, Alter. Dann rege ich mich hier gleich wieder auf. Mann, so schöne Fights könnte man da immer raus und dann verderben die das. Gut, liebe Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dieser Adventstag-Folge hat euch wieder gut gefallen. Däumchen nach oben, freut mich jedes Mal. Macht's mal wieder ein paar Vorschläge in die Kommentare, damit sonstige Beschwerden, Wünsche, Anregungen. Ihr kennt das doch. Ich sag jetzt mal noch reingehen und wieder schauen. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.